Hallo und willkommen zurück, meine lieben Burgbau- und Burgverteidigungsfreunde, zu Castle Story. Ja, wir sind hier gerade noch groß beim Aufbauen. Unserer letzten Gebäude. Produzieren jede Menge Fackeln. Und ja, ganz ehrlich, wenn wir den Wald hier platt gemacht haben, haben wir auch genug Holz wieder. Na, wer von euch beiden ist schneller? Du. Ich glaube, ich könnte zwei von den Holzfällern. Wieder zum Quarry rüberschieben, weil wir brauchen dringend mehr Steine. Wir haben jemanden, der hier das Eisen abbaut. So, da liegt noch ein Steinchen-Gong. So. Das ist besser. Ja, wir müssen ein bisschen ins Auge auf den Quarry werfen. Ich weiß gerade gar nicht, wie viele Fackeln brauchen wir noch? Da oben zwei. Da auf dem Turm noch eine. Auf dem Turm zwei, da oben zwei und das war's eigentlich. An Fackeln. Erstmal. Wie viele Fackeln sind noch in Auftrag? Gucken wir mal kurz. Gar keine. Und sind auch keine zwischengelagert. Also geben wir mal wieder 4 in Auftrag. So. So, gucken wir weiter nach dem Quarry, weil hier könnte jederzeit die Treppe wegbrechen oder jemand lässt Steine mal wieder liegen. Du bist ein Harvester, okay. Und ja, wenn unsere Holzfäller-Jungs ankommen, sollen sie mal die Baumstämme hier, Kong, aus. Und Bestial ist auch schon.
Dass wir die Stümpfe hier oben wegkriegen, dass die nicht im Nirvana landen. Es werden schon wieder Ziegel benötigt. Ja, ich kann schon mal voraus ankündigen, das hier ist vorerst die letzte Aufnahmesession. Ich werde danach, oder ich werde mal gucken, wie ich es mache, eine kleine Pause einlegen von Castle Story, falls wir heute nicht fertig werden, weil ich nächstes Wochenende das neue Wochenendprojekt aufnehmen möchte. Ich habe da nämlich was gefunden, was einige wahrscheinlich freuen dürfte. Nur mal so vorneweg. Also ja, die Castle Story Folgen kommen ja immer ein Wochenende später, als ich sie aufnehme. Einfach aus zeittechnischen Gründen. Also das, was ihr heute seht, ist vor einer Woche aufgenommen worden, falls ihr es frisch guckt, falls ihr nicht erst in einem Jahr oder so guckt. Und da macht der Baumstamm einen Abflug. Naja, ist noch genug Holz hier. Wir brauchen ja zum Glück nicht mehr so viel Holz. Die haben sich da jetzt alle buxiert oder was? Die kommen da hoffentlich noch weg. Sollten sie aber eigentlich. Ja, die kommen dann auch weg. Nur wollen Räumer hier. Achso, du bist der. Räum trotzdem da mal auf. Wobei es kommen andere gut. So. Dann Horizon, räum du mal hier auf. So, besser. Hydra sammelt den einen Stein auf, den du da nicht mitgenommen hast. Bist du vollgong? Nein, du bist noch nicht voll. So. Die warten alle auf Stein. Mal wieder.
Ich hoffe eigentlich, dass wir heute wenigstens mit den Gebäuden noch fertig werden, weil alles andere ist dann so nice to have kleinkruscht. So, das letzte Fenster ist fast fertig. Das könnten wir dich eben auch noch zum Quarry schicken am besten. So, mal gucken, wie es da hinten beim Quarry läuft. Ich muss mal manuell die Treppe an der Seite wegmachen. Weißen dazu stellst du mir mal Hilfestellung. So, Bestie, du sammelst mal das da unten wieder ein. Ich glaube, da ist nämlich schon gerade was despawned. Okay, geh das mal abgeben, was du jetzt da hast. Besser ist das. Na, das erste Haus ist so gut wie fertig. Wo ist denn unser letzter? Ach, der hat da selber einen Baumstamm geholt. Okay. Und da fliegen wieder Baumstämme. So, McCoy. Mach mal den weg. Den. Und das da. So, sehr gut. Tschüss.
Aber ja, ich würde fast sagen, wenn er den Baumstamm noch gehackt hat, können wir erstmal das Holzhacken einstellen. Weil wir brauchen auch gerade kein Holz mehr. So, dann kann er von hier, vom ersten Stapel, die ersten drei mal runternehmen und da hinten hin verlagern. So. Und dann ab mit dir. Ihr habt fast alle Bäume abgeholzt, bringt den Rest. Rosalind läuft lieber einmal hoch und einmal runter, okay. Und jetzt will sie nicht mal da hochlaufen, sondern läuft da hoch. Ach, was soll denn das? Ihr beiden sammelt da ein. Weiß zwar nicht, wo noch ein Steinchen hingeflogen sein könnte, aber ja, ist halt jetzt gerade so. So, wir bringen langsam ordentlich Holz. Ordentlich Stein. Dass wir jetzt wieder richtig viele Ziegel haben. Ich könnte halt hier als nächstes einen Steinbruch errichten, einen kleinen halt nur. Also nicht so was Großes, was ich hier fabriziert habe, sondern einfach einen normalen, in Normalgröße und einfach nach unten. Wenn wir denn noch so viele Steine brauchen würden. Muss ich auch sagen, die Prioritäten, die die Brickthorns haben, was die Stockpiles und was das Bauen angeht. Sind auch sehr komisch. Weil würden sie das Haus fertig machen, hätten wir hier wenigstens zwei Steine, die wir wiederverwenden könnten. Aber ja, wenigstens sind schon mal die Fackeln überall dort, wo ich sie haben möchte. Das sieht dann sicherlich gut aus, wenn es dann dunkel wird. So, noch ein Baum. Ah, da liegt ein Steinchen. Aber da liegen auch noch mehr Steinchen.
Wie ist da ein Stein hingekommen? Wie habt ihr das hingekriegt? So. Oh, sie fangen hier mit dem Dach an. Wenigstens etwas. Sie haben auch hier mit dem Dach angefangen. Was auch gut ist.